Geschichte und Vergangenheit. Vergangenheit, ganz banal, ist das, was passiert ist und nie wiederkommt und das für sich selbst keinen Sinn hat. Und wenn wir bestimmte Dinge aus der Vergangenheit herausnehmen, herausgreifen und diesen herausgegriffenen Ereignissen einen bestimmten Sinn geben, dann ist die Vergangenheit zur Geschichte geworden. Das Denkmal ist also hier platziert vor der Universität. Wie gefällt es euch? Oder wie gefällt es euch nicht? Also wie wirkt es auf euch? Was glaubt ihr, was das ist? Wofür das sein könnte? Also die Interpretation. Adler auf einem dreieckigen Betonklotz. Wo Inschriften sein wie Ehre, Freiheit und Vater. Er hat noch was gesehen. Zwei Gedenktafeln. Zwei Universitätsprofessoren, die in San Salvador ermordet worden sind. Und ein Freiheitskämpfer, der von den Nazis ermordet worden ist. Die untere Gedenktafel, die mit. Euthanasie kommt aus dem Griechischen und bedeutet schöner Tod. Und in der Realität war es eine erbarmungslose Hinrichten oder Tötungsaktion von behinderten Menschen. Im Nationalsozialismus war kein Platz für minderwertige Menschen. Und deswegen sind sie durch Fortpflanzung, sollte durch Sterilisation eben unterbunden werden. Ab 1933 wurde ein geheimer Euthanasiebefehl von Adolf Hitler der Ermordung von Behinderten ausgeführt worden. Also das Denkmal wieder das Vergessen wurde 1997 nach einem Bild von Oswald Schirdner errichtet. Er wurde selbst beinahe zum Euthanasie-Programm Opfer. Nach dem Krieg und der Gefangenschaft hat er psychische Probleme gehabt und darum ist er 1954 in die Anstalt eingewiesen worden in Tucking. Und in den 60er Jahren begann er erfolgreich zu zeichnen. Und seitdem lebt er im Haus der Künstler in Gutting. Viele sind vorbeigegangen, haben das nicht einmal als Denkmal wahrgenommen. Und viele haben es zwar wahrgenommen, haben aber nicht einmal gewusst, für was das eigentlich genau ist oder warum das da steht. Das ist ein Denkmal für gefallene Lehrer in Form von einem Sarkophag, wo draufsteht, die Lehrerschaft Tirols ihren Heldenbrüdern 1914, 1918 und 1939 bis 1945. Wo links die gefallenen Lehrer vom Ersten Weltkrieg drauf sind und rechts die gefallenen Lehrer vom Zweiten Weltkrieg. Entworfen hat es der Clemens Holzmeister. Und es besteht aus Bürofor. Bürofor deswegen, weil es an Südtirol erinnern soll, was im Ersten Weltkrieg an Italien zugesprochen worden ist. Die Idee zu diesem Denkmal hat der damalige Bruder Wilram, Religionsprofessor an der Schule, gehabt. Er hat darauf aufmerksam gemacht, dass nicht nur Menschen, die den Krieg befürworten, eingezogen werden oder in den Krieg gehen, sondern auch solche, die eigentlich dagegen sein, so auch Lehrer, die eigentlich was anderes im Sinn haben, als wie Krieg zu führen, sondern Bildung zu vermitteln und Wissen zu vermitteln. Und der hat das Ganze eigentlich initiiert, dieses Denkmal zu gestalten. Wenn ihr da rauf schaut, das nimmt man gar nicht wahr. Da. Dann seht ihr rechts das Wappen von Tirol und links seht ihr das Wappen von Vorarlberg. Von Vorarlberg. Jetzt fragt sich natürlich jeder Mensch, was tut das Wappen von Vorarlberg am Tiroler Landhaus? Ja. 1939 ist fertig gebaut worden. Das ist das Gauhaus für Tirol Vorarlberg, weil Vorarlberg ist ja in Tirol angeschlossen worden von den Nazis. Und von hier ist auch Vorarlberg verwaltet worden. Und deswegen ist das Wappen von Vorarlberg am Tiroler Landhaus heute immer noch oben. Von der Reichskanzlei in Berlin, wo der Sitz vom Hitler ist, schaut sehr ähnlich aus wie das hier.
Und dann, wenn du mal reingehst, schaust der Mann dort, schaut ganz klein aus. Ja? Das ist typische imperiale oder auch faschistoide Architektur, dass du, wenn du ins Zentrum der Macht hineinkommst, dich bereits wie so ein kleines Punktstelle nur fühlst und ausgeliefert fühlst. Damals war es natürlich noch ein bisschen, sind andere Dinge dabei gewesen, die es vom Böse gemacht haben. Allerdings, was doch ein bisschen Eleganz hat, wenn ihr von daher so hierüber schaut, dann ist das Landhaus nicht einfach nur so gebaut, sondern es ist ein bisschen zu uns hergeneigt. Das macht es schlanker und eleganter und weniger jetzt total klobig. Wie gesagt, es wird hier nichts gezeigt, eine Tafel über eine Baugeschichte. Also das ist jedenfalls 1839 gebaut, war 1945, als der Krieg zu Ende war, das Zeichen für Terror, Diktatur, Faschismus und so weiter. Nach 1945 gibt es eigentlich eine einzige Tafel in den nächsten 40 Jahren, die an Widerstand in Tirol erinnert. Und das ist diese hier. Und die wurde 1946 hier angebracht. Erinnerung an den Widerstand 1945, Franz Mayer gegen die Nazis. In Tirol war der Widerstand auf wenige Menschen beschränkt und nahm erst gegen Kriegsende zu. Der Grund für den geringen Widerstand war Furcht, Resignation und Akzeptanz des Regimes. Mit dem Anschluss an das Deutsche Reich gingen die staatspolizeilichen Akten über Mitglieder der Linksparteien an die Gestapo über. Die Linksparteien hatten daher keine Zeit mehr, sich neu zu organisieren. Und die ersten Widerstandsgruppen gegen den Nationalsozialismus in Tirol bildeten sich daher im konservativen Lager. Sie verteilten Flugblätter und beschmierten nationalsozialistische Plakate. Die katholische Jugend fand bei einzelnen Vertretern der Kirche Unterstützung. Auch einige Sozialisten schlossen sich an. Diese Gruppierungen wurden jedoch dann von der Gestapo zerschlagen. Erst Anfang 1945 kam es unter Karl Gruber zu einer Einigung aller Widerstandsgruppierungen. Man wagte sich nunmehr vermehrt aus dem Untergrund. 1946, da ist das gesamte offizielle Tirol der Isel hinauf in die Kirche gegangen, Andreas Hofer Denkmal, Kranz hinunter, also abgelegt. Und dort vom Berg Isel dann hierher und hat diese Tafel Erinnerung an den Widerstand 1945 Franz Mayer gegen die Nazis eröffnet. Die Sinnkonstruktion ist klar, damit wollte man ausdrücken, wir Tiroler sind immer schon freiheitsliebend, demokratisch, widerständig gewesen, so wie wir 1809 zu Andreas Hofers Zeiten gegen die Eindringlinge gekämpft haben. Genauso haben wir 1938, 1945 gegen die Eindringlinge, das heißt gegen die Nazis, die Deutsche sind, uns eingesetzt. Also, seid ihr völlig verlogen. Der Nationalsozialismus wird von Tirol, genauso wie auch von den Vorarlbergern, als etwas Deutsches, Wienerisches hingestellt und wir waren immer Widerstandskämpfer.